Willkommen zu einem neuen Let's Talk Board. Yo! Sorry erstmal dafür, dass er wieder verspätet kommt. Ich habe momentan einfach, ja, viel zu wenig Zeit. Merkt ihr auch an den Videos. Yo! Aber ich möchte euch trotzdem nicht den Let's Talk Board vorenthalten. Darum nehme ich das jetzt hier noch am Montagabend auf für euch. Der kommt dann, ja, für mich wahrscheinlich in circa einer halben Stunde oder so. Kommt drauf an, wie schnell der hochgeladen ist. Ich werde da jetzt erstmal keine Zeit für auswählen. Ja, aber ja, jetzt ist wieder eine Woche vergangen. In der Woche gab es bei mir persönlich ein Highlight. Ja, ein Highlight des Lebens, kann man schon fast sagen. Und zwar habe ich meine Fahrschulprüfung, meine praktische Fahrschulprüfung gemacht. Und ich habe sie bestanden. Es war teils kurz mal sehr, sehr knapp. Beim Einparken hatte ich Probleme. Ja, da hab ich, man darf maximal zwei Korrekturzüge machen. Ich habe sogar den zweiten gebraucht. Mit etwas Glück kam ich dann noch in die Parklücke hinein. Ah, Mann, war ich sehr aufgeregt. Ich war wirklich extrem aufgeregt. Aber ja, letztendlich habe ich es geschafft und dann der Fahrschulprüfer. Ja, ich darf ihn beglückwünschen zu ihrer bestandenen praktischen Prüfung. Sie haben hier ihren Führerschein. So ähnlich hat er es zumindest gesagt. Ich habe keinen Ton hier. Minecraft ist mir jetzt scheißegal. Warum habe ich jetzt plötzlich keinen Ton mehr? Eben war da noch Ton. Doch jetzt. Ach, nur Nahrung ist jetzt aus. Okay. Weil da hat sich was umgestellt. Genau, so. Ist wieder jetzt richtig. Jo, meine praktische Prüfung habe ich vollendet. Somit endlich keine Fahrschulstunden mehr. Und auch keine Termine wegen Fahrschule halt generell nicht mehr. Jetzt steht an das Auto. Das will ich mir jetzt die Woche kaufen. Ich hoffe mal, ich kriege ein gutes. Da ist zwar schon ein Auto in Aussicht, aber ich kann nicht sagen, die letzten Tage hatte ich mehrere Autos in Aussicht. Jetzt war wieder ein Auto da, wo ich sagte, ja doch, das nehme ich. Da ich halt auf Arbeit war, hatte ich leider keine Zeit. Darum haben meine Eltern eine Testfahrt gemacht und sind dann zur Werkstatt und haben das mal durchchecken lassen. Ja, da ist ein bisschen was kaputt. Reparaturkosten 600 Euro. Nee, das nehme ich dann lieber doch nicht. Und daher habe ich jetzt ein anderes Auto in Aussicht. Ich hoffe mal, das passt. Mal sehen. Die nächsten Tage werde ich es erfahren. Ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Wenn nicht in Minecraft, dann hier im Let's Talk Part. Aber Minecraft will ich jetzt dann eventuell morgen wieder aufnehmen. Heute hätte ich gerne noch aufgenommen. Aber gesundheitlich schaffe ich es heute nicht. Ich habe heute schon den ganzen Tag extreme Kopfschmerzen. Ich aber für euch nehme ich noch hier diesen Let's Talk Part auf. Ich werde dann gleich noch einen Let's Talk Part noch ein paar Minuten warten, bis der Part hochgeladen ist, weil Let's Talk dauert nicht lange, 5 bis 10 Minuten. Und dann werde ich gleich ins Bett gehen. Ich morgen relativ munter bin, weil morgen muss ich nochmal eine Überstunde machen, nachträglich, wegen letzten Freitag, weil ich da ja gehen muss, wegen Fahrschulprüfung. Und ja, generell bin ich momentan so ein bisschen in Zeitnot. Ich mache mir keine, ja, ich dränge mich jetzt gar nicht mehr mit den Let's Plays. Ihr habt es gesehen, Wochenende kam kein Minecraft. Selbst am Sonntag, wo ich eigentlich einen Minecraft-Part belassen wollte, kam kein Minecraft. Weil, ja, sonst wird es mir einfach viel zu stressig und ich muss da ein bisschen was von loslassen. Sorry dafür bei euch. Ihr habt momentan noch City Skylines, ein Glück. Aber auch nur dreimal die Woche. Und ja, anlässlich der bestandenen praktischen Fahrschulprüfung habe ich am Samstag ab 19 Uhr einen Livestream veranstaltet. Da kam heute noch ja, der Mitschnitt. Könnt ihr euch nachträglich gerne noch ansehen. Ma gezeigt wurde hauptsächlich Minecraft Minigames und hier mal kurz auf dem Server. Da habe ich für Mandy den Pool hier fertig gemacht. Wasser rein. Nee, nee. Das habe ich offscreen gemacht. Stimmt, das habe ich offscreen gemacht. Nee, da habe ich was verzaubert für Jonas, glaube ich. Genau, ich habe Essen immer noch keinen Sound. Ach, Musik war aus und Spieler war. Ah, jetzt. Ja, sehr schön. Gut. Außerdem habe ich im Livestream die Änderungen hier auf dem Server gezeigt, zumindest hier in der Stadt. Da laufe ich jetzt mal ein bisschen herum, dass ihr das auch nochmal seht. Ich werde es aber nicht kommentieren. Das habe ich im Let's Talk, im Livestream schon gemacht. Jo. Habe ich mir gedacht, ihr habt jetzt schon kein Minecraft, dann mache ich wenigstens den Livestream.
Ich hoffe mal, der kam heute auch schon online. Müsste zum Zeitpunkt der Aufnahme des Let's Talk Parts auch schon online sein. Ich schaue ihn gleich nach, wenn ich den eh hochlade. Und das war's eigentlich schon an News. Jetzt die Woche noch. Ab Freitag habe ich Urlaub. Aber ja, der Urlaub ist halt auch schon so ein bisschen ausgeplant. Wie sehr ich da zum Aufnehmen komme, ich weiß es nicht. Lasst uns überraschen, würde ich sagen. Ich hoffe mal, ich komme wieder zum Aufnehmen, aber ich kann nichts versprechen. Ich muss euch leider auch sagen, nach dem Urlaub wird's extrem stressig bei mir. Da kann es so sein, dass eine Zeit lang gar keine Videos kommen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber nach dem Urlaub beginnt meine Prüfungsphase. Und da konzentriere ich mich natürlich lieber auf die Prüfungen. Ich hoffe natürlich, dass ich doch nochmal ab und zu ein Part aufnehmen kann. Aber ja, ich kann nichts versprechen. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Bis dahin. Und tschüss.